Jetzt haben wir über Datenkompatibilität gesprochen und das führt uns gleich zum nächsten Punkt, nämlich der Hardware-Kompatibilität. Da fragen viele Leute, kann ich denn externe Festplatten oder USB-Sticks, die man im normalen Computergeschäft kauft, kann ich die eigentlich auch an meinen Mac anschließen? Ja, gar kein Problem. Im Prinzip geht alles, was ich an einem PC über USB anschließen kann, kann ich auch extern an einen Apple-Rechner anschließen. Und wenn man mal durch die großen Elektronikmärkte läuft und sich die Kartons in die Hand nimmt von dem mannigfaltigen Computerzubehör, das da angeboten wird, da ist immer neben dem Windows-Logo heutzutage auch das Mac-Logo mit drauf. Das heißt, die Hersteller haben natürlich erkannt, was für eine Riesengröße Apple, also die Mac-Rechner auf dem Markt sind. Viele denken ja noch, das wäre ein Nischenprodukt, aber gerade hier im Profibereich werden ja fast ausschließlich aus gutem Grunde die Macs benutzt und wie gesagt, es ist dann gar kein Problem, externe Hardware anzuschließen. Und dann ist auch eine ganz beliebte Frage, kann ich denn meine Macs auch mit einem Windows-Netzwerk verbinden? Auch das ist gar kein Problem. Macs und PCs vertragen sich problemlos im Netzwerk. Wenn ich also in meinem Studio irgendwelche Anwendungen noch auf PCs laufen habe und habe auch im gleichen Netzwerk einen Mac, kann ich problemlos die Daten austauschen. Das ist gar kein Problem, das ist völlig kompatibel. Ich schaue mir noch mal ein paar andere Fragen an. Ach ja, eine der Top-Fragen. Brauche ich ein Antivirenprogramm? Nein, braucht man nicht. Es gibt Millionen von Viren für den PC. Für den Mac hat man, glaube ich, nur 5 Stück festgestellt. Und bei all diesen 5 Viren muss der dann wirklich dumme Anwender tatsächlich bestätigen, ja, bitte führ dich aus. Also dafür braucht man wirklich keine Antivirensoftware. Ein Mac ist also total sicher. Das ist gerade dann auch wichtig, wie beim eben besprochenen Netzwerk, wo dann auch vielleicht das Internet mit im Netz ist. Da muss man keine Angst haben, sich bei seinen Studiorechnern Viren einzufangen, die einem alles versauen. Nein, da kann überhaupt nichts passieren. Ein Mac kennt keine Viren, während der PC darunter ja am allermeisten leidet und man ist jeden Tag immer eine halbe Stunde beschäftigt, sein Antivirenprogramm-Update zu halten. Das muss beim Apple-Rechner nicht sein. So, dann wäre noch eine Frage, was brauche ich, um Musik zu machen mit einem Mac? Im Prinzip nichts, weil der Mac beinhaltet eigentlich alles, was ich benötige, um Musik aufzuzeichnen oder Musik zu komponieren. Es ist die Software GarageBand bereits im Lieferumfang jedes Macs mit enthalten und das ist nicht zu unterschätzen. Eine wirklich professionelle Software, mit der ich auch neben Audiospuren virtuelle Software, Synthesizer und verschiedene Instrumente, Drums und Effekte zur Verfügung habe, sodass ich dann Aufnahmen auf wirklich professionellem Niveau machen kann. Will ich jetzt etwas komfortabler meine Musik einspielen, wäre ein externes Keyboard natürlich sehr sinnvoll. Es gibt aber kleine Keyboards, die mit USB völlig treiberlos übrigens an den Mac angeschlossen werden können, schon so um die 50 Euro. Und wenn ich dann noch Audioaufzeichnungen machen möchte, das heißt, ich will solchen Gesang aufnehmen, dann reicht das interne Mikrofon beim Mac dafür natürlich nicht aus, aber ein USB-Mikrofon gibt es zum Beispiel hier bei uns exklusiv von Fame. Das ist auch sehr, sehr günstig. Das wird auch treiberlos angeschlossen, einfach mit einem USB-Kabel und schon habe ich ein komplettes Tonstudio nur mit einem Mac-Rechner. Mehr muss es nicht sein. Obwohl auch da natürlich noch einiges nach oben geht. Man kann zum Beispiel Software nehmen wie Pro Tools, Pro Tools LE oder die Logic Software, die unendliche Möglichkeiten noch hat. Logic zum Beispiel, was wir eben auf dem iMac gesehen haben, gibt es schon so ab ungefähr 500 Euro. Und das ist wirklich die Software der Profis. Das heißt, damit werden die Hits gemacht. Und was da schon an Effekten wieder drin ist, in diesem Lieferumfang bei den 500 Euro, das ist unglaublich. Ich habe ganz professionelle Software, Synthesizer und Effektmodule, Kompressoren. Also alles das, was ich früher in großen Effekt-Racks hinter mir stehen hatte, ist da alles virtuell in der Software enthalten und läuft unglaublich stabil auf einem Mac-Rechner. Man muss auch darauf achten, gerade wenn man jetzt externe Audio-Interfaces bei uns kauft, wir haben da auch ein riesiges Angebot, da ist ganz oft schon Software mit dabei. Teilweise die LE-Versionen, diese Lite-Versionen, aber die ersetzen wirklich auch
das ganze Tonstudio-Equipment, das man sonst jetzt in Hardware-Form hatte, das wird hier alles in der Software mitgeliefert. Da wäre, wie gesagt, nochmal Pro Tools LE. Das ist bei ganz vielen Produkten mit dabei. Also absolut auf professionellem Niveau kann man damit arbeiten. Ja, dann ist noch eine ganz beliebte Frage, die sehe ich hier. Warum ist ein Mac eigentlich teurer als ein PC? Ich habe es vorhin schon ein paar Mal erwähnt, die hochwertige Verarbeitung des Gehäuses ist natürlich ein Teil. Das heißt, während ein PC in einem Plastik- oder Blechgehäuse ist mit billigen Kreuzschlitzschrauben, habe ich bei einem Mac perfekt verarbeitetes Aluminium. Man sieht keine Schraubverbindungen, es ist einfach auf allerhöchstem Niveau. Und ich kann die Frage auch mit einer Gegenfrage beantworten. Warum ist ein Rolls-Royce teurer als ein Fiat? Ja, ganz klar, beides sind Autos, beide haben einen Motor und vier Räder und sind dafür da, von A nach B zu kommen. Aber zugegebenermaßen, der Fiat kann all das, aber der Rolls-Royce macht das auf einem ganz anderen Niveau, mit einem Komfort und einer Leichtigkeit, wie es der Fiat nicht kann. Ganz klar, dass hier bei der Verwendung der Materialien da auch der Preis höher ist. Und genauso ist es bei den Computern. Darum muss der Mac deshalb allein schon etwas hochpreisiger angesiedelt sein. Man muss aber auch darauf achten, was ist drin. Viele denken ja immer nur, der Mac ist ein sehr schicker Computer, der überteuert ist. Das stimmt aber überhaupt nicht. Denn wenn ich jetzt einen PC nicht von der Stange nehme, sondern ich sage, okay, ich will einen PC mit den gleichen fantastischen Leistungsdaten eines Macs haben und stelle mir den zusammen und wähle entsprechend hochwertige Komponenten aus, von dem tollen Gehäuse mal ganz abgesehen, komme ich dann auf einen Preis, der deutlich über dem des Macs liegt. Und dann muss man noch hinzurechnen, dass beim PC ganz viel Software dazu gekauft werden muss und mühsam installiert werden muss, die bei Apple-Produkten immer schon mit dabei ist. Das heißt, nicht nur dieses GarageBand, jetzt um Musik auf professionellem Niveau zu machen, sei da erwähnt, oder auch iMovie, ein Videoschnittprogramm, mit dem wir hier bei MusicStore TV teilweise auch gearbeitet haben. Natürlich benutzen wir auch die professionelle Version Final Cut von Apple, das Profi-Tool quasi für den Videoschnitt. Also Audio- und Videobearbeitung ist einfach ein Traum mit den Macs. Und wo ich jetzt hier gerade schon vom Profilager rede, sind wir auch schon ganz oben bei den Macs angekommen, nämlich beim Mac Pro.